Moin Moin Freunde, in der heutigen Folge möchte ich mit der Ufergestaltung anfangen. Ein paar Felsen, ein paar Grünflächen, die Bäume, die ich bereits gebaut habe, da irgendwie integrieren. Noch mehr Bäume. Mal gucken, was ich schaffe. Auf geht's. How I Built a Medieval Village from Scratch. Episode 12. Im ersten Schritt werde ich erstmal wieder die Bäume entfernen. Und dann möchte ich, ähnlich wie ich das bei der Burg auch gemacht habe, terrassenförmig Feldstrukturen hier einbauen, unterbrochen von Grünflächen, wo dann wieder die Bäume raufkommen oder anderes Grünzeug. Mal gucken, wie weit ich komme. Hier vorne am Einströmkanal habe ich schon mal angefangen mit der Feldstruktur. Die untersten zwei Lagen sind eigentlich schon fertig. Ich bin jetzt dabei, Lage 3 und 4 zu gestalten. Die untersten zwei sind auch in Plattenausrichtung, einfach nur auf die Seite gelegt mit Brackets. Und hier habe ich dann Turntables verbaut, da bin ich gerade bei. Und hier ist jetzt ein anderer Winkel, hier kommt noch wieder ein anderer Winkel. Und ja, ein paar Noppen, da kommt noch hier Grünzeug rauf oder noch weitere Feldstrukturen. Muss ich gucken, wie sich das alles so ergibt. Hier im vorderen Bereich ist das ja ein bisschen flacher und wahrscheinlich wird das so aussehen, dass ich hier in diesem hinteren Bereich dann noch mal zwei, drei, je nachdem wie viel ich brauche, von diesen Konstrukten hier brauche. Sehen natürlich dann anders aus, anders angepasst, aber so ähnlich werde ich das Problem lösen und alles andere ist dann hier grün, da sollen ja auch ein paar Bäume rein. Da muss ich mir auch Gedanken machen, oder ich muss mir keine Gedanken machen, aber ich muss festlegen, wo ich die einbauen möchte, weil ich dann entsprechend im Untergrund Techniksteine verbauen muss, damit ich die da anpflanzen kann. Die erste Grünfläche ist auch gebaut. Das sieht alles soweit gut aus. Hier in der Mitte habe ich ein Pinnloch. Da unten ist sogar noch mal eine Kreuzaufnahme, damit ich da einen Baum einsetzen kann. An dieser Stelle wollte ich auch irgendwo noch mal einen Baum machen und ganz nah an der Brücke auch noch mal einen. So, ich werde jetzt hier in diesem Bereich hier hinten weiterbauen. Einmal um diesen Anschluss an die Brücke zu schaffen. Und hier habe ich ja noch einen ganz krassen Höhenunterschied. Da muss ich wahrscheinlich auch noch mal irgendwie, so wie hier, ordentlich ein paar Feldstrukturen reinsetzen, damit das nachher stimmig aussieht. Das Ufer auf dieser Seite ist jetzt fast fertig. Ich werde jetzt hier die letzte Fläche nochmal mit Plates schließen und dann so kleine Absätze hier noch einbauen. Und wenn das dann alles geschlossen ist, dann kommt hier oben rauf auch noch ein bisschen Fels. So, also so wie im Fluss hier so kleine Brocken, die überall mal in der Landschaft rausragen. Ja, dekorieren weiß ich nicht, aber die Bäume wollte ich noch pflanzen, hier muss ich auch noch einsetzen. Das können wir dann noch mal simulieren. Diese Uferseite ist jetzt schon mal komplett geschlossen. Was fehlt, sind jetzt noch Deko-Elemente, Grünzeug, Büsche, Felsen. Die drei Fichten habe ich da schon mal eingesetzt, oder die drei Bäume. Die mittlere Tanne-Fichte, die werde ich noch mal austauschen gegen eine Birke, um da noch Farbakzente reinzukriegen. Leider gibt es diese Nadeln nicht in dunkelgrün, das wäre natürlich das Größte überhaupt. Aber so schaut es halt aus im Moment. Nächstes Mal mache ich weiter. Ciao, ciao!